Die St. Thomas Realschule Plus in Andernach bietet eine einmalige Chance für viele junge Menschen. Denn das und nicht weniger bedeutet das Projekt Pro AG für zahlreiche Schülerinnen und Schüler, die einen Ausbildungsplatz suchen. Und bei dieser tollen Geschichte sind wir von TV Mittelrhein nicht ganz unbeteiligt. Interessanterweise hat dieses Projekt gestartet bei TV Mittelrhein. Wir waren beim Frühstücksfernsehen und ich habe meine Idee ausgepackt. Ich habe gesagt, wir wollen, dass unsere Schüler zu 100% am Ende der Schullaufbahn in eine Ausbildung kommen. Gerade für die berufsreife Schüler in der heutigen Zeit ist es nicht unbedingt einfach. Sie haben noch keine Ziele, sie wissen nicht, wo die Perspektive ist und wir wollten sie gezielt anleiten, dass wir da hinkommen. Und jetzt haben wir es geschafft. Aber wie kann man sich dieses Projekt genau vorstellen? Die Schüler gehen an einem Tag in der Woche nicht in die Schule, sondern in ausgewählte Betriebe. Und da wird Ihnen gleich die Frau Dresen noch ein paar Takte zu sagen. Sie werden also von Frau Dresen betreut, bekommen einen Betrieb, können sich den erstmal angucken, gefällt er Ihnen. Und ist der Betrieb gut für Sie, dann gehen Sie ein ganzes Jahr lang an einem Tag in der Woche in den Betrieb und werden dabei auch betreut von unseren Lehrkräften. Für einen Tag in der Woche geht es also in den Wunschbetrieb, aber versäumt man dadurch keinen Unterricht? Wie fängt man das auf? Interessanterweise wird nichts fehlen. Wir machen einfach an allen Tagen eine Stunde länger Unterricht und da haben wir dann den Mittwoch komplett aufgearbeitet. Und die Schüler werden so gut gesponsert von ihren Klassenlehrern, die dann auch bei den Betrieben vielleicht Mängel feststellen. Zum Beispiel, ach, das Englisch ist noch nicht so gut. Und dann kann man gezielt auf die Bedürfnisse der Schüler eingehen. Seit seiner Gründung ist das Projekt Pro AG zu einem echten Erfolgsmodell geworden, und zwar für beide Seiten. Während es jungen Menschen den Weg in eine erfolgreiche berufliche Zukunft weist, hilft es teilnehmenden Unternehmen dauerhaft dabei, die so dringend benötigten Fachkräfte von morgen zu finden. Und das quasi direkt vor der Haustür. 2014, 2015 hat das angefangen. Ich mache das ungefähr seit 2 Jahren. Und für diesen Jahr können wir eigentlich sagen, dass 95% der Abgangsschüler alle versorgt sind. Also wir achten auch darauf, dass es nicht nur eine Ausbildung ist, sondern wenn die auch eine schulische Weiterbildung haben wollen, dann gucken wir, dass jeder einen Platz hat und jeder quasi hier von der Schule geht und versorgt ist. An der St. Thomas Realschule Plus lässt sich der Zugewinn für die Schülerinnen und Schüler allein daran ablesen, dass seit einigen Jahren deutlich mehr Absolventinnen und Absolventen bereits einen Ausbildungsplatz in der Tasche haben, wenn sie die Schule nach der 9. bzw. 10. Klasse verlassen. Früher war dies nicht immer der Fall. Angehende Köchinnen und Köche sind ebenso darunter wie junge Bauhandwerker, künftige Kaufleute, Pflegefachkräfte oder Fachinformatiker. Ein großes Netzwerk steckt dahinter. Wir haben in Andernach sehr, sehr viele Kooperationspartner und wir machen dafür auch Kooperationsverträge. Das heißt, ich frage Firmen an, habt ihr da noch was frei? Ist da noch was möglich? Wir dehnen natürlich auch aus, Pleit, Koblenz, alles was so dazu gehört. Aber ich wüsste keinen Beruf, den wir nicht haben. Zum Beispiel die Kreissparkasse Mayen. Hier wird gerade ganz frisch ein Vertrag gemacht, nämlich... Wir haben heute einen Auszubildenden aus dieser Schule bei uns eingestellt, ein ausländischer Schüler, ganz tolle Geschichte hinten dran und ist übrigens unser zweiter ausländischer Auszubildender, den wir haben. Der erste macht jetzt im Herbst macht er Prüfung und hat seine Prüfung um ein halbes Jahr verkürzt, weil die Schulleistungen so exorbitant gut sind. Also wir haben da ganz tolle Erfahrungen gemacht. Mit der Schule machen wir tolle Erfahrungen, generell machen wir auch mit Auszubildenden tolle Erfahrungen. Haben wir viel Spaß bei uns. Spaß gehört also auch dazu. Und das bestätigen auch die Schülerinnen und Schüler. Ich mache als Veranstaltungsfachfrau beim Asenmacher. Das ist so, du planst halt für Hochzeiten halt etwas generell. Es macht mir halt sehr viel Spaß und ich bin halt glücklich, dass sie mich angenommen haben. Es hat mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Man hat Dinge halt gemacht, die man halt noch nicht konnte oder kannte. Und es hat dann mal schön zu wissen, halt, wie es da ist, wie es da war. Es hat mir halt wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und auch bei der Stadt Andernach sieht man ganz klar, dass so ein tolles Konzept auch unterstützt werden muss. Sogar mit einem Ausbildungsvertrag. Unterstütze den Martin Leupold in seinen Bestrebungen, Ausbildungsplatz für alle, seit vielen Jahren, seitdem wir das machen. Und wir sind dann auch selber wieder bei Ausbildungsplätzen oder mit Ausbildungsplätzen dabei und werden heute einem jungen Mann auch im Rahmen der Feierstunde eine Urkunde übergeben und er wird einen Ausbildungsplatz bei der Stadt Andernach bekommen. Im Rahmen einer Feierstunde wurden dann die Arbeitsverträge unterschrieben und eingetütet. Eine tolle Aktion, um jungen Menschen den Weg in das Berufsleben zu erleichtern und zu ermöglichen.